Erst 1954 greift Daimler Benz wieder in das internationale Renngeschehen ein. Bereits der erste Start beim Grand Prix von Frankreich ist ein Erfolg. Der neue 2,5 Liter Formel-Rennwagen, der seine rund 300 PS aus einem Reihen-Achtzylinder von 2496 Kubikzentimeter Inhalt schöpft, erringt unter Juan Manuel Fangio und Karl Kling einen eindrucksvollen Doppelsieg. Mit Juan Manuel Fangio ist ein neuer Stern am Rennfahrerhimmel aufgegangen.